Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. U969 ist Anker aufgegangen, hat die ersten Tests erfolgreich durchgeführt und das wollen wir dann heute auch ein bisschen ausprobieren in dieser Folge. Ich habe schon einen Schlachtkreuzer herbeordert aus der alten Welt, der hat nämlich ein passendes Item an Bord und zwar den Piratenmodus und damit sollten wir in der Lage sein, ohne diplomatische Zwischenfälle auszulösen, dann hier irgendwelche Handelsschiffe anzugreifen. Wir schauen mal ganz kurz drauf aufs U-Boot. Das hat hier tatsächlich auch standardmäßig, ich wollte schon sagen, bei Geburt, bei Fertigstellung direkt hier dieses Torpedo-Item mit am Start. 20 Sekunden Aufladung und es scheint dann wohl unendlich oft benutzbar zu sein, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob hier auch die Bordkanone funktioniert. Das werden wir alles rausfinden. Und des Weiteren möchte ich noch mit den Investoren hier mal ein bisschen weiterkommen, denn von denen haben wir noch erstaunlich wenige insgesamt, gerade mal ein bisschen über 1000. Und dafür würde ich jetzt schon mal schauen, was da so das nächste Bedürfnis sein wird. Und es wäre dann die Schokolade bei 1750 und danach kommen die Dampfwagen bei 5000. Unter Zufriedenheit, okay, da können wir eh schon ein bisschen weitermachen mit dem Clubhaus. Und diese ganze Altstadtgeschichte, das kommt bei 3000. Okay, Clubhaus könnten wir eigentlich schon bauen. Wenn wir das auf die Schnelle hier irgendwo reinbekommen, dann wäre das schon mal gelöst. Und dann schauen wir uns die Schokoladenproduktionslinie an und werden da reingehen. Okay, die Produktionskette ist hier noch nicht freigeschalten. Ich würde das nämlich gerne schon vorbereiten, aber ich meine, dass das in der neuen Welt schon funktionieren würde. Okay, hier haben wir das Clubhaus. Ja, okay, gut, wunderbar. Besser geht's ja gar nicht. Das passt genau hier rein. War nicht geplant. Dann stellen wir das hier mal hin. Hat ja auch einen ganz ordentlichen Radius, wie mir scheint. Und dann können wir hier auf jeden Fall das schon mal alles abdecken. Bis ganz hier runter, da ist die Versorgung halt dann schon bei knapp 90%, aber das passt schon. Hier ist es ein bisschen geringer. Okay, das geht schon in Ordnung. Also die Investoren werde ich dann sowieso eher hier drumherum konzentrieren. Wo steht denn nochmal das Bankgebäude? Das ist ja, glaube ich, wo war das denn nochmal? Hier haben wir jetzt das Clubhaus, hier ist die Uni. Wo ist denn das Bankgebäude? Kann man doch eigentlich nicht übersehen, das ist doch so ein Riesending. Ach so, hier mittendrin, ja, okay, alles klar. Gut, okay, das passt soweit. Und dann schauen wir jetzt einmal ganz kurz, hier müsste ja der Kreuzer, der Schlachtkreuzer mit dem Item angekommen sein, dass wir den gleich mal zum U-Boot schicken. Das müsste er hier gewesen sein. Okay, der steht hier und hat eben dieses Item dabei. Einmalig benutzbar, aber dauert halt 25 Minuten. So lange können wir das dann benutzen. Den schicken wir dann schon mal hier hin. Springen derweil mal in die neue Welt rüber. Da möchte ich euch auch noch schnell was zeigen. Achso, einmal Fortschritt Luftflotte. Das sind natürlich auch wieder ein paar mehr geworden. Dann bin ich gerade noch mal dabei und lasse hier... Oh, der ist ja auch gleich schon fertig. Ah, wunderbar. Okay. Und zwar ein Transporter. Der Atotolin, Stern des Südens. Atotolin ist die Typenbezeichnung. Dass wir auch langsam mal dahin kommen, dass wir einfach ein paar mehr Transporte haben, um auch einige der Transporterrouten halt mit den Luftschiffen auszustatten. Und des Weiteren möchte ich nochmal einen von den ganz großen hier für die Überseefrachtbeförderung hier klar zu machen. Da lassen wir auch schon mal einen bauen. Man muss natürlich schon auf den Unterhalt schauen. Die Sachen gehen ganz schön ins Geld. Unterhaltskosten, der ist jetzt bei 1,8. U-Boot, glaube ich, kostet auch 2. Der Zerstörer auch irgendwas um die 2000. Also das muss man schon ein bisschen im Auge behalten, sonst wird man da auch schnell arm. Was ich hier noch gemacht habe, während eurer Abwesenheit. Einige haben schon immer darauf hingewiesen, dass, wo haben wir denn die ganze Produktion, dass sich die Hacienda auf jeden Fall lohnt, da mal ein bisschen reinzugehen. Und ich habe hier jetzt noch einige weitere Module angebaut. Gewürz lasse ich produzieren, denn das war auch ein Bedürfnis von, ich weiß nicht mehr von wem. Waren das die hier? Ich hab's vergessen. Aber es ist so ein, ich glaube, trägt zur Lebensqualität bei, wenn man so Chili-Soße herstellt, war das. Übrigens, die, wenn man hier mal ganz kurz reinschaut, wo haben wir sie denn? Die Jornaleros an der Hacienda haben auch ein bisschen andere Bedürfnisse als... Ach hier, genau, hier ist die Chili-Soße. Als die normalen Jornaleros. Wenn wir das mal vergleichen. Aber hier passen halt auch nur 30 Heinis rein. Die haben entsprechend weniger Bedürfnisse.
Das ist ein kleiner Unterschied. Naja, und hier habe ich einige von diesen Farmen gebaut, weil zum Beispiel Kaffee auch langsam so ein bisschen Mangelware wurde. Jetzt noch nicht wirklich dramatisch, aber es ging halt ein bisschen runter. Und Kaffee wird halt immer viel benötigt. Deswegen habe ich hier einige dieser Plantagen angebaut, angedockt, und einige davon auch direkt hier mit Düngersilos ausgestattet. Das lohnt sich halt, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was wir hier vielleicht noch schnell machen könnten, weil ich gesehen habe, dass den Schnaps, habe ich, glaube ich, könnte man auch hier bei der Hacienda produzieren. Das habe ich jetzt aber schon bei irgendeiner Handelsroute ergänzt, dass der einfach hier transportiert wird, Die weil Flammen sind Schnaps außer haben wir halt ohne Kontrolle. Ende in der alten Welt. Aber hier so eine Kapelle könnten wir gerade noch bauen. Gibt es das eigentlich auch als Modul oder muss man einfach eine ganz normale Kapelle bauen? Gibt es da irgendwie eine extra Hacienda-Kapelle? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Dann schauen Diese wir mal, hier dass wir hier sieht noch nicht so irgendwo. beängstigend aus. Du Nein. bist aber großzügig. Schauen wir mal, dass wir hier noch irgendwo eine Kapelle Richtig gehalten. hingequetscht bekommen. Wo haben wir sie? Hier ist die Kapelle. Ja, okay, würde hier hinpassen. Wenn das reicht mit dem Radius, dann passt das ja schon. Ein Konkurrent hat Okay, eine das Siedlung funktioniert. errichtet. Gut, irgendwo brennt's, da muss man natürlich. Also ich überlege mir auch tatsächlich noch ernsthaft, ob ich das nicht wieder abschalten soll. Also irgendwie ist es schon gut, wenn es mal brennt. Also gut. Nicht wirklich gut, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ohne Feuer ist auch ein bisschen fad, aber ja, andererseits ist es halt immer nur dieses Reagieren, wenn es brennt und dann baut man halt bei Bedarf nochmal eine neue Feuerwache und naja, irgendwie ist es auch nicht so prickelnd. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. So, schauen wir mal. Feuerwehr. Diese verzogenen Haben wir hier Operer schon wissen nicht eine? einmal, was Arbeit hat. Hier, zentrale Feuerwache. Das müsste ja genügen. Wir mobilisieren einfach nochmal und dann werdet ihr das hier schon in den Griff bekommen. So, wir wollten ja eigentlich wegen der Schokolade mal schnell schauen. Sind wir hier noch richtig? Ja, Manola, genau. Obrero-Menü und dann haben wir hier ja Schokolade. Ich weiß gar nicht, brauchen wir eigentlich in der Sie neuen führen uns in Welt eine auch strahlende Schokolade? Zukunft. Benötigt hier irgendwer Schokolade? Die Obreros nicht. Bei der Lebensqualität scheint das auch nicht der Fall zu sein. Die Artistas möglicherweise. Ebenso visionär wie ich. Aber die Sachen, die hier noch gesperrt sind, Schokolade ist da zumindest nicht dabei. Aber vielleicht braucht man für irgendwas anderes praktisch Schokolade als Vorbedingung. Sozusagen als Zutat. Aber gut, dann könnten wir die Schokolade eigentlich hier schon produzieren lassen. Dazu benötigen wir, glaube ich, auch noch Kakao, genau. Und Kakao haben wir hier drüben. Und da habe ich auch Bereit schon für den Baumaterialien Einsatz. hinliefern lassen. Die schmeißen wir hier mal raus. Und bauen hier direkt schon mal ein bisschen Kakao an. Damit das schon mal in Gang kommt. Und dann können wir beim nächsten Schritt die Produktionskette fertigstellen, die Sachen auf eine Handelsroute packen und dann schon mal Schokolade rüberliefern lassen. Damit wir da einfach schon mal einen gewissen Vorrat haben, sobald das dann halt wirklich auch, also sobald das Bedürfnis halt wirklich da ist. Also gibt es ein paar Kakaoplantagen. Könnten wir auch mit Düngersilo ausstatten. Da ist eher momentan das Problem, dass wir nicht mehr genügend Mist haben. Aber das wird sich, glaube ich, mit fortschreitender Viehzucht dann auch lösen. Ja, gut, das passt schon. Da müssen wir jetzt nicht so genau gehen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So, einige Gebäude haben sich verabschiedet. Dann vielleicht für den Anfang mal 4 bis 5 Plantagen. Das dürfte genügen fürs Erste. Das nehmen wir wieder weg. Was haben wir hier noch für ein Vorkommen? Helium-Einschluss. Okay. Und hier noch eine und da noch eine. Und das reicht dann schon für den Anfang, denke ich. Dann packen wir da gleich eine Transportlinie drauf. So. Ja. Nicht ganz. So. Passt. Und der kriegt noch seine Felder. Ziehen wir hier runter. Nutzen den Bereich hier hinten auch noch. Okay. Wir sind bereit. Gut. Dann kann der noch seinen restlichen Kram hier ausladen, sofern das möglich ist. Und den schickt mal wieder zu seinen Kollegen zurück. So, neues Luftschiff ist ja fertig geworden. Und dann legen wir hier nämlich gleich mal eine Route an. Einmal von hier. Achso. Route einrichten, Handelsroute von hier nach da. Und hier wird geladen. Kakao. Haben wir ihn? Oh, bin jetzt bescheuert. Sieht irgendjemand den Kakao? Das kann ja nicht wahr sein. Hier ist die Schokolade. Da ist der Kakao. Genau. Hier wird abgeladen und dann haben wir Stern des Südens. Das fällt mir jetzt erst auf. FC Bayern und so weiter. Okay.
Gut, Stern des Südens. Darf hier erstmal Kakao transportieren. Dann die weiteren Sachen. Zuckerrohr, glaube ich, haben wir schon in rauen Mengen. Das stapelt sich hier bis unter das Dach. Das heißt, wir müssen einfach noch, bauen wir mal noch zwei Zuckerraffinerien dabei. Dann dürfte das erstmal abgedeckt sein. Hier haben wir ja noch schon eine stehen. Dann bauen wir hier noch nebendran zwei Stück. Und das passt schon. Bombenproduktion ist übrigens auch erfreulich hochgegangen. Also ich denke, da können wir dann auch demnächst mal ja, so eine kleine Luftflotte mit Bomben ausstatten. Wo sehen wir sie denn? Die sind ja, glaube ich, auch hier irgendwo eingeladen. Fußbälle, das sieht auch gut aus. Mezcal sieht sehr gut aus. Hier sind wir jetzt dann, das geht schon auf die 300 zu mit den Bomben. Das haut hin. Produktion läuft. Alle Sachen vorhanden. Okay, dann haben wir... Okay, wir können natürlich die Schokoladenfabrik jetzt auch schon mal hinstellen. Dann wird die bald mit der ersten Lieferung schon beginnen zu produzieren. Langsam sollte ich auch über Elektrifizierung hier mal so nachdenken. Deswegen lassen wir die Sachen auf jeden Fall, also die Industriegebiete, die ganzen Sachen gebündelt einigermaßen. Hier ist eh schon sehr, sehr viel Zeug. Und wenn wir die Zuckerfabriken, die Raffinerie eh schon hier haben. Moment. Bin jetzt bescheuert. Also sag mal, wo ist denn das Zeug? Man kann sich aber verlaufen hier auf Manola. Hier drüben. Okay, dann stellen wir... Ja, stellen wir es doch hier einfach dazu, oder? Das passt schon. So, dann werden wir eh demnächst nochmal ein weiteres Lagerhaus hier brauchen. Wir rüsten das nochmal ein bisschen auf. Okay. Schaue ich nur gerade schon mal bei den Routen. Aber ich denke, da muss ich dann langsam mal eine neue Route anlegen. Für den Transport... der Schokolade. Wir schauen aber mal, sehe ich, Moment, es gibt doch auch eine Schiffsübersicht, dachte ich, oder? Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier reingehen. Irgendwo sieht man auch die ganzen Schiffe, meine ich. Und zwar alle. War das nicht hier oben drin in der Übersicht? Statistiken. Okay, ich finde es gerade nicht. Ich meine, es gibt auch irgendwo so eine Gesamtübersicht über die ganzen Schiffe, bin mir aber nicht 100% sicher. Aber ich habe die Route gefunden, hier haben wir die Makrele drauf und da haben wir ja auch noch einen weiteren Platz frei. Dann werden wir nämlich hier schon mal die Schokolade einstellen, die dann hier abgeladen wird. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Bedeutet, wir können wieder mehr Investoren hereinholen. Können wir natürlich auch ohne Schokolade. Die sind deswegen nicht sofort komplett unzufrieden. Aber das wäre schon mal somit erledigt. Okay, dann bauen wir direkt ein paar Häuschen aus und dann gehen wir natürlich noch rein in die U-Boot-Geschichte. Okay, hier können wir auch direkt den ganzen Ausbau ein bisschen weiter vorantreiben. Die Handwerker hier schon mal hochziehen. Dann können wir hier mit den Bauern schon mal so ein bisschen weitermachen. Und hier werden jetzt so langsam aber sicher die Ingenieure... Oh, die können wir gar nicht. Moment, was fehlt denen? Ach, jetzt ist gerade... Okay. Ja, ist auch tatsächlich immer noch ein Thema. Elektrizität. Muss ich mal schauen, ob ich mit Items noch was machen kann. Beziehungsweise... Ach, die sind ja sowieso außerhalb der Reichweite des Kraftwerkes. Sehe ich das richtig? Also ich brauche auf jeden Fall auch nochmal ein weiteres Kraftwerk. Das reicht nicht. Ah, okay. Es geht nur bis hier. Seht ihr? Also hier muss auf jeden Fall nochmal ein Kraftwerk hin. Könnte ich dann einfach direkt hier abzweigen. Wollen wir das vielleicht direkt machen, dann wäre das schon mal erledigt. Es war ein bisschen schäbig, hier jetzt ein Kraftwerk zu bauen, aber vom Standort her, oder? Okay, man macht es vielleicht so ein bisschen dezentral, dass wir es hier an der Seite andocken und dann könnten wir es auch hier direkt mit den Schienen anschließen. Oder wir versuchen es halt über Arktisgas, aber da müssen wir erstmal in die Arktis kommen. Das ist übrigens auch so ein Ding. Ich möchte auf jeden Fall, damit das nicht alles komplett aus dem Ruder läuft, möchte ich aktuell noch nicht in die Arktis oder eine andere Inselwelt gehen, weil ich kenne mich und ich weiß auch, wie das beim letzten Mal war. Dann verliert man vollends die Übersicht und ich möchte einfach erstmal in den vorhandenen Inselwelten bis auf einen gewissen Punkt einfach kommen. Das hier alles noch ein bisschen weiter vorantreiben, Palast bauen und so weiter und dann wirklich so... peu à peu eine weitere Inselwelt nach der anderen dazu holen sozusagen und das nicht irgendwie alles auf einmal machen. Sonst wird das einfach, da macht das glaube ich auch irgendwann keinen Spaß mehr. So, wir schauen mal, uns fehlt Stahlbeton tatsächlich, aber hier könnten wir es direkt hinbauen, ne? Und dann hätten wir hier schon mal einen ziemlich großen Teil versorgt. Das Blaue ist ja dann wahrscheinlich die Versorgung, ja, das sähe eigentlich ganz gut aus. Volltreffer.
Okay, wir bauen das mal schnell in der Blaupause. Und die Schienen können wir trotzdem schon mal bauen. Und dann müssen wir hier noch eine Straße hinlegen. So, machen wir jetzt einfach so, würde ich sagen. Okay. Dass wir hier dann schon mal die Versorgung hinbekommen mit Elektrizität. Okay, das sieht ja ganz gut aus. Stahlbeton, haben wir echt keinen Stahlbeton mehr. Moment mal, schauen wir hier mal nach. Da müsste doch noch was auf Lager sein. Ja, okay, hier ist Stahlbeton ohne Ende. Dann machen wir den einmal voll. Der kriegt ja immerhin 200 Einheiten passen da rein. Und dann schickt man den mal rüber. Die sind ja auch relativ flott. Dann dürfte das nicht allzu lange dauern. Ach stimmt, hier habe ich nochmal Dings geladen. Machen wir auch noch schnell, dass wir einmal hier die Seife noch verhökern. So. Okay, das wäre erledigt. Wir springen wieder zurück. Schauen mal ganz kurz, wie sieht es hier mit der ganzen Stromversorgung aus. Also bis hierhin. Und dann werten wir noch ein paar von den Häuschen hier auf. Was fehlt denen? Ach, die brauchen ja Stahlbeton, oder? Ach, daher weht der Wind. Okay, gut, dann müssen wir jetzt sowieso auf den Stahlbeton warten. Gut, dann machen wir jetzt die U-Boot-Geschichte. So, hier ist einmal das Item. Können wir das direkt hier rüber verpflanzen? Geht, oder? So, ausgezeichnet. Und dann schauen wir mal, wen greifen wir denn an? Eigentlich ist es wurscht, oder? Wer segelt hier so durch die Gegend? Bente Jorgensen. Ist halt auch die Frage, wem kommen wir denn überhaupt hinterher? So schnell wird das Boot ja nicht sein. Tauchen kann es auf jeden Fall nicht. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das wird nicht funktionieren. Hier wäre ja irgendwo ein Symbol. Na gut, wir probieren es mal aus. Wo haben wir denn vielleicht irgendwie so eine kleine Konzentration an Handelsschiffen? Da sind Kriegsschiffe. Hier. Ja, sogar so eine kleine Flotte. Schauen wir mal. Wir positionieren uns vielleicht erstmal hier. Gehen erstmal in Stellung. Hier müssen wir eh noch was aufdecken. Bilden mal einen Vorpostenstreifen hier, wie es gehört. Und einfach nur zur Sicherheit stellen wir hier auch noch ein paar Schlachtkreuzer ab. So, ausgezeichnet. Boot marschiert ins Operationsgebiet. Hervorragend. Dann schau mal, ob uns was vor die Rohre fährt, Männer. Ja, sind alle auf Deck hier auch. Schade, dass ich nicht näher ranzoomen kann. Oh, schneidet schon ganz geschmeidig durch die See hier. Okay, während der in sein Operationsgebiet marschiert, wie viel Geld haben wir denn eigentlich noch? Okay, Bilanz ist ja immer noch ganz gut. Dann, Zerstörer reizt mich natürlich schon auch. Der kostet 2000 Unterhalt. Kreuzerklasse kostet 3000. Aber wir müssen das alles irgendwann bauen. Also bauen wir den Zerstörer erstmal. Einfluss 12, Trefferpunkte 7000. Schaden pro Sekunde ist halt schon enorm. Gut, wir geben einen in Auftrag. Okay, das ist, glaube ich, immer die gleiche Animation sozusagen. Jetzt ist hier wieder ein U-Boot erschienen, das macht aber nichts. Okay, sehr schön. Wunderbar. Gut, dann schauen wir, was unser Boot macht. Ich hatte auch überlegt, vielleicht die Piraten damit anzugreifen, aber wahrscheinlich... Ja, es ist mir einfach zu kostbar. Das gute Boot. Wenn dann im Verbund mit einer ganzen Flotte dort mal einmarschieren, aber ich will das Boot jetzt nicht gleich direkt verlieren. So, wen können wir angreifen? Achso, wir müssen sowieso noch den... Das sind ja alles meine Schiffe. Hier drüben hätten wir ein Linienschiff. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die sich wehren, ehrlich gesagt. Wenn man im Piratenmodus ist. Wir werden es gleich herausfinden. Okay, wir aktivieren... Ach, Moment mal, ich Idiot, das ist ja ein Kaperbrief. Oder? Moment, das müsste doch eigentlich funktionieren. Ach, weil ich den hier unten reinsetzen muss, ne? Deswegen. Ah, dann können wir die Torpedos nicht nutzen, oder? Ah, dann ist das jetzt aber schon ungünstig für ein Boot. Okay, ich denke, es wird trotzdem hier mit der Bordkanone funktionieren, oder? Aber der wird sich ja wehren, oder? Schauen wir mal. Werden sie rausfinden. Schiff unter Beschuss. Schießt er mit der Bordkanone? Er hat schon ein bisschen was abgekriegt. Also der wehrt sich auf jeden Fall. Was macht er denn? Ah, vielleicht kann der doch nur mit Torpedos. Dann war das jetzt totale Verschwendung mit dem Item. Möglicherweise. Oh, hohoho. Da rattert es aber ordentlich im Karton hier. Und der hat noch gar nichts abbekommen. Schießt mein Boot überhaupt? Oh, die schießen jetzt alle auf mich.
Geschichte. Das ist keine gute Idee, Männer. Kessel unter Dampf, wir drehen ab. Schiff unter Beschuss. Okay. Ja, dadurch, dass der nur einen Item-Slot hat mit dem Zerstörer, könnte man das halt machen. Aber so funktioniert das halt jetzt nicht. Oh, wir haben schon fast die halbe Energie verloren. Oh, bitte nicht gleich absaufen, das wäre jetzt übel. Okay, Rückzug. Schiff unter Beschuss. Ja, jetzt wäre Alarmtauchen angesagt, ne? Was ist denn hier eigentlich los? Das ist immer das Gleiche, oder? Die gleiche Meldung hier. Ja, okay. Passt schon. Oh, Selbstheilung ist aber super schnell. Kann das sein? Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, sehr schön. Das Große ist fertig geworden. Ist das jetzt schon fertig geworden? Ernsthaft? Ah, krass. Sehr gut. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Das Monster. Okay. Na, ärgerlich. Ich wollte euch jetzt eigentlich was anderes zeigen, aber das hilft ja nichts. Habe ich das überhaupt aktiviert? Da läuft der... Oder? Doch, da läuft ein Timer. Seht ihr? Doch, da läuft ein Timer. Maschinen laufen an. Ah, könnte man sonst irgendwen aufs Korn nehmen? Schauen wir mal. Irgendwas Unbewaffnetes am besten. Einfach um zu testen. Ja, hier drüben, genau. Da schauen wir jetzt mal vorbei. Mischen mal den städtischen Karneval auf hier. Das ist ja auch eine putzige Insel. Ich hab dir erlaubt zu siedeln hier, ne? Einfach, dass die mal... Ja, nicht so ganz... am untersten Rand insgesamt agiert, wenn ihr wisst, was ich meine, weil die anderen, vor allen Dingen der Gasparov hat sich schon ordentlich ausgebreitet und sie hatte fast gar nichts, dass die zumindest mal ein bisschen hier vorankommt. Aber die hat halt wirklich nur diese ganzen kleinen Kleinstinseln, also sehr dezentral aufgestellt. Aber sie hat tatsächlich überall so eine Stadt drauf. Eigentlich auch ganz schnucklig, ne? Treuhänder helfen auch dir nur zu gerne bei der Stadtplanung. Okay, wo ist mein Boot? Boot marschiert im Verbund. Ah, wir gehen mal hier hin. Ja, das passt schon. Sehr schön, wird hier noch nebenbei versorgt. Von der Milchkuh. Das ist ja großartig. Ah, schön gemacht ist es schon, ne? Muss man schon sagen. Gefällt mir gut. Ja, sorry nochmal. War dumm von mir, das mit dem Item jetzt hier so zu machen. Oh, scheiße, die haben sich das gemerkt. Wie mir scheint. Jetzt bin ich hier irgendwie der Feind. Oh, und da kommt Schlachtkreuz an. Das ist nicht gut. Nee, also um das U-Boot zu bewahren, wir marschieren jetzt zurück. Das ist mir jetzt alles ein bisschen zu heikel hier. Ich will das Boot nicht verlieren. Und mit den Schlachtkreuzern kann ich ja jetzt hier nicht eingreifen. Ne? Das geht ja nicht. Außer lass jetzt hier einen Krieg ausbrechen, aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Das wird noch früh genug kommen, glaubt mir. Flotte unterwegs. Na gut. Also, wie scheint, kann das wirklich nur mit Torpedos agieren, auch wenn es eine Bordkanone hat. Zumindest habe ich das jetzt nicht erkennen können, dass es irgendwie Schaden gemacht hätte. Und ich meine, das ist auch tatsächlich so, deswegen... Rückmarsch erstmal. Gut, die könnten wir noch schnell angreifen jetzt hier. Die kommen uns eben mehr oder weniger vor die Rohre gefahren. Das muss da nochmal testen. U-Boot auswählen. Und hier greifen wir mal an. Also sie nehmen es ja schon als Angriff wahr, sonst hätten sie sich nicht gewehrt. Also vielleicht funktioniert das Deckgeschütz doch. Ich kann es nur nicht erkennen, ob hier geschossen wird. Also es kommt schon ein Sound, ne? Es kommt schon ein Sound. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Hm. Schiff unter Beschuss. Beschussmeldungen die ganze Zeit. Und wenn ich dir verspreche, auch nie wieder einen Zauber. Aber irgendwie passiert hier nichts, ne? Ziel anvisieren. Ja gut, also Handelskrieg ohne Krieg erklären zu können, das funktioniert dann auf jeden Fall mit den U-Booten nicht, weil da bräuchten wir zwei Item-Slots. Also auf diese Art und Weise. Aber es ist schon merkwürdig. Schießen sie auf jeden Fall
zurück. Bereit machen zum Feuern! Das war kein schlechter Scherz, oder? Nee, da scheint es nicht zu funktionieren. Rohren. Schiff. Na gut, beidrehen und wir ziehen uns in den Hafen zurück. Gut, dann muss das einfach noch ein bisschen warten. Ärgerlich, aber hilft ja nichts. Können wir das hier auch deaktivieren? Nee, das muss man jetzt wirklich ablaufen lassen. Ne? Okay, gut. Hilft also nichts. Wie viele Slots hat der Zerstörer? Der hat bestimmt mehr, oder? Itemplätze 3. Okay. Ein anderes U-Boot gibt es ja nicht, ne? Itemplätze 1. Der hat 4 Itemplätze. Hier sehen wir es noch nicht. Der hat auch 2. Okay. Na gut, ist natürlich nicht viel Platz auf so einem U-Boot, ne? Neue Befehle? Von daher. Na gut. Schlachtkurs steht. Gut, hilft nichts. Ist jetzt nicht zu ändern. Was können wir noch tun? Wir können noch, der Stahlbeton müsste angekommen sein. Genau, hier steht schon einer, dass wir das zumindest jetzt noch fertig bauen. Und noch ein paar weitere Häuser aufwerten. Setz das Ding in Bewegung. Da hatte ich doch noch eine zweite Lieferung irgendwo. Dachte ich. Nee, aber vielleicht noch nicht angekommen. Na schön, gut. Dann bauen wir noch ein paar Häuschen aus. Schauen nochmal. Achso, zuerst natürlich Kraftwerk. Zack, fertig gebaut. Okay, ausgezeichnet. Dann haben wir hier nämlich auch gleich Strom. Also bald. In Kürze. Und dann schauen wir hier nochmal. Wo können wir da noch dran gehen? Das Ambiente. Da haben wir schon Investoren. Zack, 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 zack. So. Ausgezeichnet. Und so schnell wird man zur Metropole. Sollen wir den Blockout gleich noch mitnehmen? Wir wollen es nicht zu sehr übertreiben. So, den fehlt noch irgendwas. Achso, Saft aktuell. Gut. Ah, lassen wir es vielleicht erstmal so. So, den noch. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Dann sind wir schon bei der Schokolade angekommen. Bisschen was ist ja eh schon da gewesen. Von irgendwelchen Handelsgeschichten wahrscheinlich oder so. Und dann wäre das hier das nächste, wo wir dann hinkommen zu den Dampfwagen. Ah, okay. Und hier haben wir schon Schmuck. Ich glaube, da muss man dann, brauchen wir Perlen und sowas, ne? Okay, gut. Ja, dann werden wir mit diesen Geschichten noch ein bisschen weitermachen. Schauen, dass wir noch mehr Investoren hier reinbekommen. Bedeutet mehr Umsatz, bessere Bilanz und so weiter. Dass wir, ja, vielleicht so als nächstes Zwischenziel tatsächlich, weiß ich nicht. Das Mindeste, das brauchen wir bei 3000. Hier sind wir dann bei 5000. Ja, dass wir vielleicht 5000 mal so als nächstes Zwischenziel anpeilen, das alles versorgt bekommen. Und dann wäre so frühestens für mich der Zeitpunkt, dass wir vielleicht mal in die Arktis gehen oder halt Land der Löwen oder was auch immer. Die Sachen laufen ja nicht davon. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich die anderen dort noch längst nicht ausbreiten können, sondern wirklich erst, wenn wir dort sind. Ach, was ich, das hatte ich glaube ich nicht, habe ich das schon erwähnt? Ich weiß nicht, ja doch, in der letzten Folge vielleicht. Ich habe mal angefangen, hier ein paar Kanonen zu verkaufen. Die Sachen können wir ja auch gewinnbringend weiterverkaufen. Und dass wir hier einfach dann mehr Handelsverträge bekommen und die Speicherstadt werden wir natürlich auch noch entsprechend peu à peu ausbauen. Wir können eigentlich, ja, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir docken noch ein Depot an. Anlegestelle brauchen wir jetzt nicht unbedingt, verlade kein Exportbüro, bauen wir vielleicht nochmal eins dazu. Ich will sterben, aber nicht heute. Ja, aber das machen wir glaube ich auch nochmal. Machen wir vielleicht einfach so eine Speicherstadtfolge extra nochmal. Die hat mir jetzt schon so viele Waffenstillstände angeboten, das ist aber sehr, das hilft alles nichts, da müssen wir durch. Okay, gut, dann soll es das für den Moment erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry nochmal wegen der U-Boot-Geschichte, aber das wird uns nicht davonlaufen. Das wird jetzt einmal general überholt. Dann warten wir, bis das Ding hier ausgelaufen ist. Und ich denke, vielleicht auch wenn der Zerstörer dann fertig ist, werden wir bei der Piratin direkt zu Hause vorbeischauen, mit einer angemessenen Flotte da mal anklopfen, dass wir diese Sachen mal ausprobieren können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.